Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot Warped. Ja, wir haben ja das letzte Mal den ersten Bereich fertig erledigt und haben jetzt hier diesen Bereich freigeschaltet. Doch bevor ich hier hingehe, möchte ich euch etwas zeigen. Ich habe nämlich zeitmäßig alle blauen Dinge eingesammelt und sobald du die ersten 5 gesammelt hast, erscheint diese Plattform und die bringt einen in einen geheimen Bereich, sag ich mal. Und zwar hier in so einer Art, kann man Labor nennen? Also sagen wir es mal so, oder Produktionsfirma. Hier entstehen nämlich die Gegner, die dann einfach in die entsprechenden Gebiete gesogen werden. Und hier haben wir auch nochmal Level 26 bis 30. Das sind unterschiedliche schwere Level und ihr seht auch, die anderen 4 sind noch nicht freigeschaltet, weil wir erst weitere von diesen Zeitdingern sammeln müssen, von den blauen aber auch nur, nicht die gelben. Und hier haben wir halt schon mal ein Gebiet freigeschaltet für Coco dann. Das ist halt wie diese tropische Insel, also wie Level 5 ist das, nur halt in einer stärkeren Atmosphäre, wenn man es so bezeichnen möchte. Aber denen widme ich mich auch erst, wenn ich wirklich alle Zeitdinger von den anderen habe, wenn das da alles freigeschaltet ist. Weil ihr sollt da auch wieder die Möglichkeit haben, dann zu sagen, hey, ja, ich möchte in das zuerst oder in das und das und das und jenes. Und ja, außerdem heißt es 26 bis 30, also sollte man das auch erst nach 25 machen. So, ich bin ja erfreut, dass ihr wieder gesagt habt, was ihr gerne hättet. Und ich bin noch am Überlegen, wie ich das mache. Fakt ist, Demon Meyer hat gesagt, ja, er möchte gerne das Motorradlevel sehen. Ja, das war das da. Und das, was von Coco ist, plus da auch die Zeit-Challenge, soweit ich das verstanden habe. Shiro hat gesagt, ja, auch das Motorrad, weil er das am meisten gehasst hat. findet aber auch noch Tomb Time sehr interessant und Level 10 ebenfalls und die 7 auch. Ja. Also, er hat deswegen auch so viel genannt, einfach aus dem Grund, weil ich heute nur noch aufnehmen kann und sonst nur noch eine Folge kommen wäre, bis ich jetzt am Montag wieder aufnehmen könnte. Und so habe ich jetzt auf jeden Fall Material für 2 Folgen auf jeden Fall. Ich muss noch gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall wird die Motorrad, das Motorradlevel reinkommen. Und ich überlege gerade noch, ob ich einfach in der Folge, ja, sagen wir es so, ich werde in der Folge einfach das von Demon Meyer noch machen, also sprich das Level und das 10er Level mit Zeit-Challenge und dann in der nächsten Folge das von Shiro machen. Motorrad haben wir dann ja schon erledigt, aber dann mache ich Tomb und Dings, Level 7. Und dann fehlt uns ja bloß noch Level 6 und den Bossgegner. Und den kann ich ja auch so machen, ohne dass ihr gesagt habt, hey, geht doch als erstes in Level 6 rein. Ihr habt zwar noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte auch mal die Zeit-Challenge von denen und denen sehen. Das habt ihr alles die Möglichkeit. Die Wünsche kann ich dann aber auch erst am Montag umsetzen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon mal meinen Plan für die nächsten 3 Folgen. Und danach kann ich dann wieder so richtig auf eure Wünsche eingehen. So, okay. Jetzt war geplant Level 8. Ich freue mich. Diesmal haben wir mit Crash ein Rennen. Ja, ein Rennen. Ich hoffe, ich drücke die richtigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich gut vorangekommen bin. Ah, lasst mich. Das hier ist ein bisschen tricky, da alle Kisten zu Kisten, nicht Kissen. Kisten. Klar, es gibt bestimmt auch solche Kissen, aber hier alle Kisten zu bekommen. Ich denke mal, die beste Strategie hier ist einfach, ja, möglichst versuchen, Erster zu werden. Denn sonst hast du das Spiel, also das Level halt überhaupt nicht gewonnen, wenn du es nicht schaffst, Erster zu werden. Wir sind doch schon Dritter. Das geht ja noch. Das wird auch noch. Keine Sorge. So macht man das. Ich hoffe, ich... Liebsten hätte ich ja alle Kisten. Aber, oh nein, oh nein. Oh, verdammt, ich brauche hier das Zeitdingens. Das Zeitdingens, den Boost. Aber alle Kisten habe ich, oder?
Oh ja, wenigstens ein Erfolg. Das ist so, wie er sich gefreut hat. Aber das müssen wir nochmal machen. Ich muss das gewinnen, ganz klar. Und ich war gut dabei. Und dann bin ich da blöd abgekommen. Und habe den einen Booster nicht mehr gekriegt. Aber die Kisten haben wir schon mal. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, Crash, hör auf dich zu freuen. Du darfst dich erst freuen, wenn du den anderen Kristall bekommen hast. Den kriegen wir halt nur, wenn wir Level 1, Platz 1 geworden sind. Ach so, gibt nur eine Bremse. Ich dachte mir gerade, okay, ja, vielleicht gibt es hier auch so einen Speed-Modus. Nein, das war die Bremse. Na verdammt, ich hab's nicht hingekriegt, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin gerade zur Erster geworden. Ja, hat nur 3 Versuche gebraucht. Ui. Oh Mann. Da haben wir das erste Level schon mal erledigt. Super. Jetzt hättest du dich freuen können, Crash. Jetzt hätte ich dich auch austanzen lassen. So, dann können wir uns den nächsten Level widmen. Und zwar Level 10. Wieder mit Coco. Das kenne ich natürlich jetzt nicht so gut wie Level 3, aber es freut mich, dass es dieselbe Melodie ist. Vorsichtig, vorsichtig. Kleiner Tiger unterwegs. Ich glaube, hier müssen wir nach unten, weil hier sind Kisten. So einfach kann man das kommen. Oh, verdammt. Nicht alle bekommen. Oh, oh, dem hätte ich mal, hätte ich nur kriegen können. Ja, ich kann eh nicht mal alle Kisten kriegen, also brauche ich mich auch nicht mehr bemühen. Und wer sich fragt, wie man den einen hätte kriegen können, ja, indem wir Speed machen, da springen wir nämlich höher. Dann im richtigen Moment hoch und dann guck da. Ha, so kann man es machen. Hier müssen wir jetzt nach oben und oben sind Gegner, sehe ich gerade. Und hier muss man auch... Ja, man merkt, hier habe ich das noch nicht so oft gespielt wie jetzt Level 3. Wow, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Ich habe ganz vergessen, dass die sowas auch machen. Melodie ist so schön. Und hier wieder nach unten. Wow, die Kiste ist immer schwierig gewesen. Für mich damals, das weiß ich noch. Warum versuche ich gerade alle Kisten wieder zu kriegen? Das ist Übung. Ja, Übung nennt man das. Da haben wir den Juwel, wenigstens schon mal etwas und können dann auch direkt hier das abschließen. 5 Kisten haben mir gefehlt. Ja, 3 weiß ich. 3 weiß ich. Es war einmal dieser Viererpack, wo ich nur die eine Hälfte erwischt habe und einmal das oben, wo ich vergessen habe, dass ich per Speed dorthin komme. Ah, das wird alles nachgeholt. Wird alles nachgeholt. Hey, geh nicht weg. Ich brauch dich gleich wieder. Coco, komm her. Also irgendwie ist das gerade verhext. Ich bin beim Kisten einsammeln und laut dem fehlt mir immer irgendwie eine Kiste, obwohl ich der Meinung bin, ich habe alles. Entweder backt hier irgendwas rum und mir wird was nicht angezeigt. Aber ja. Ach, jetzt auf einmal habe ich alle. Okay, ja klar. Natürlich. Ich habe eigentlich dieselben Kisten auch schon eingesammelt wie vorher, aber jetzt habe ich sie auf einmal alle. Ist in Ordnung. Hauptsache ich habe sie, ne? Ja, noch ein bisschen schmusen hier. Oh Gott, ich dachte schon, die nimmt den nicht und ich werde jetzt eingesogen. Oh mein Gott. Kurzer kleiner Herzinfarkt. So, das Einzige, was jetzt für diese Folge noch bleibt, ist die Zeit-Challenge. Die werde ich einmal machen, mal gucken, ob ich direkt erfolgreich bin. 53 Sekunden. Oh je, das wird ein Spaß. Genau, weil es ein Spaß ist, ne, hast du es auch so ausgewählt, ne? Gib es zu! So, okay, wartet, die Uhr ist hier. Und jetzt. So, der ist gut, der Dreier. Oh, oh, oh. Sie ist mir zu schnell. Wow, hätte man jetzt nicht gedacht, ne? Ich weiß auch nicht mehr, inwiefern es sinnvoll ist, alle hier zu erwischen. Ich hätte eine Maske brauchen müssen. Ja, ich hätte eine Maske gebraucht.
besser, mach's besser. Verdammt. Okay, das habe ich schon mal gut erwischt. Jetzt, da war ich jetzt nicht mehr so. So, da macht die Biege. Aber, mein Gott, das war knapp, dass ich das überhaupt überlebt habe. Wow, ich habe nichts mehr gesehen durch den Drachen und alles. Dann nochmal eine zweite Maske. Hier die Zeit, da die Zeit. Hab ich's bald? Einfach mal über ihn springen. Und runter, 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 runter. Wow, 29, 88. Ich glaube, das ist verdammt gut, oder? Hoffe ich mal. Wie, jetzt bleibt nur noch eine Sekunde. Bitte gleich direkt gelb. Komm. Ja. Das hat die Mühe weggemacht. Ich glaube, das war mein vierter Anlauf oder so. Aber direkt gelb, ja. So, gelb. Gelb. So muss man das machen, ne? Ich meine, das war natürlich pures Können direkt beim ersten Mal. Ich bin kein einziges Mal gestorben hier. Glaubt ihr mir natürlich alle sofort. Oh Gott, jetzt freue ich mich gerade. Oh, ich wüsste so gerne, wie jetzt die Gelbzeit ist. Kann man bestimmt irgendwo im Internet nachlesen. Naja, okay, jetzt haben wir das auf jeden Fall, was ich in dieser Folge schaffen wollte, geschafft. Ich bin mal gespannt, wie lang die Folge geworden ist. Kann es absolut nicht einschätzen. Und ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann tschüss, eure Teil.